Wir reden heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, von Goethe und dem Theater und dabei etwas ausführlicher von einem Ereignis, das die deutsche Kultur und nicht nur die deutsche Kultur seit mehr als 200 Jahren beschäftigt, von dem Drama der Tragödie Faust. Wir beschränken uns dabei auf den ersten Teil der Tragödie, denn wir möchten in der Sendung auch auf ein anderes, den meisten von Ihnen unbekanntes Stück von Goethe zu sprechen kommen. Es heißt Lila. Und außerdem rechtfertigt schon der erste Teil des Faust den Platz des Werkes und seines Schöpfers im dichterischen Olymp an der Seite von Homer, Dante oder Shakespeare. Ich habe gerade das Wort Ereignis gebraucht. Und wenn Sie in ganz alten deutschen Wörterbüchern nachschauen oder wenn Sie die klugen Kommentare des großen Germanisten Albrecht Schöne zum Faust lesen, dann erfahren Sie, dass unser Wort Ereignis ursprünglich mit dem Wort Auge zusammenhing. Ein Ereignis war etwas, das uns die Augen öffnete, vor die Augen trat, etwa wenn Christus sich zu erkennen gab. Oder eben, wenn ein Chor im Theater spricht, das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Und genau das geschieht im Schlusschor dieses Stückes, geschieht im Faust. Worin dieses Unzulängliche liegt, darüber darf vorerst noch gerätselt werden. Goethe, das lässt sich ohne große Übertreibung sagen, war seit seiner Kindheit vom Theater besessen. Seit er mit 4 Jahren als Zuschauer vor einer Puppenbühne saß oder als Mitspieler hinter einer Puppenbühne agieren durfte. Der war noch keine 10, da hatte er im Stil des französischen Rokoko ein erstes Stück verfasst. Er war nicht viel älter, als er kleine Komödien und Schäferspiele schrieb. Die bezeichnenden Titel trugen wie »Die Launen des Verliebten« oder »Die Mitschuldigen«, Satiren, die auf den Zeitgeist zielten, wie »Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes« oder »Götter, Helden und Wieland«, ein Stück, das sich spöttisch mit dem Dichter, dem Dramatiker und Übersetzer Christoph Martin Wieland auseinandersetzte. Goethe vertrug damals Wielands Verklärung der Natur nur schlecht. Das Stück Hanswursts Hochzeit, auch aus jener Periode, gibt schon im Titel seinen Inhalt preis. Das war schalkhaftes Zeug von der eher seichten Art. Und ich erwähne diese Stücke hier nur deshalb, weil sie zeigen, wie Goethe sich von Kindesbeinen jeder Form der Literatur, auch der des Theaters, erprobend aussetzte. Wie er versuchte, aus allen Genres das Besondere zu destillieren, das gleichsam als eine Art Treibsatz künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten aufzuheben. Und zu diesen Möglichkeiten zählten eben das französische Rokoko-Drama, genauso wie die Commedia dell'arte, das Marionettentheater und die Posse für den Marktplatz. Jean-Paul brachte diesen Prozess der Aneignung einmal auf den einprägsamen Begriff, es ist die Kunst, aus Disteln Honig zu saugen. Auch William Shakespeare war Goethes Vorbild. Das merkt man bei dem ersten seiner Dramen, mit denen er ab 1773 auf deutschen Bühnen für Furore sorgte. Das war der Götz von Berlichingen. Von Goethe, man darf schon sagen, außerordentlich frei bearbeitete Geschichte eines Ritters aus dem späten deutschen Mittelalter, der von den Reichen nahm und den Bauern half und der auf der Bühne mit den Worten starb. Himmlische Luft, Freiheit, Freiheit. So etwas hörten die Leute gern in jenen Jahren des Sturm und Drangs, als gegen alle Autoritäten gelockt wurde. Man hörte es auch gern von einem jungen Autor, der sich ein Jahr später, also 1774, mit dem Briefroman »Die Leiden des jungen Werther« in die Herzen des deutschen Publikums schrieb und vielen Zeitgenossen für lange, lange Jahre als ein Glücksstern, ein verheißungsvoller Hoffnungsträger für den Gedanken des Freiheitlichen, des Unabhängigen, des Individuellen galt. In diesem Schwung der Begeisterung scheint damals so niemand so recht zur Kenntnis genommen zu haben, dass sich hier ein junger Mann noch im Stadium des Experimentierens befand. Ein Autor, dem die Literatur viel wichtiger war als die Politik. Goethes Stück Lila zum Beispiel, 1777 aufgeführt
und danach lange in die Versenkung gestürzt. Lila beschäftigt sich überhaupt nicht mit den Verlockungen der individuellen oder gar der bürgerlichen, der nationalen Freiheit. Es ist vielmehr der, flapsig gesagt, der Vorläufer einer psychotherapeutischen Inszenierung. Lila, eine junge Frau von Adel, wird von ihrem Wahnsinn, ihrem Seelenleid dadurch kuriert, dass ihr ein Stück, ein Theaterstück gezeigt wird, in dem alle ihre Ängste von Schauspielern vorgeführt werden. Viele Jahre später taufte man dieses Verfahren auf den Namen paradoxe Intervention. Nur ein Feuerwerk von Fantasie kann kranke Fantasie heilen, so lautet die Botschaft dieses Stückes. Das Theater ist nicht nur ein moralisches, es ist auch ein therapeutisches Ereignis, ein Augenöffner, wenn die Randbedingungen denn stimmen. Als Stück zählt Lila gewiss nicht zu den Werken, die der späte Goethe gern mit seinem Namen verknüpft sah. Er nannte es eine Ausnahme. Aber es legt doch berittes Zeugnis davon ab, wie intensiv der frühe Goethe seiner dramatischen Neugier noch in die entlegensten Winkel zu folgen bereit war. Theatergeschichtlich kann man übrigens auch deshalb von einer Ausnahme sprechen, weil im Original die Schauspieler zur Improvisation aufgerufen wurden. Das war eine Freiheit, die Goethe allenfalls sich selbst nie, aber seinen Schauspielern gestattete. Den Schauspieler des ersten Mephisto der Bühnengeschichte schuf nämlich Goethe gleichsam nach seinem Ebenbild. Darsteller wurden, wenn Goethe selbst Regie führte, so eng geführt, dass sie sich schon für kleinere Versprecher in klassischen Jamben entschuldigten. In Jamben, in einer Mischung aus stark betonten und schwach oder unbetonten Silben. Es klingt, wenn Sie mir ein äußerst dürftiges Beispiel gestatten, so als würde ich jetzt zu Ihnen, verehrte Zuseher, sagen, mein Werk verlangt den Schwenk nach links. Ich habe Ihnen das Stück Lila aber auch deswegen ins Gedächtnis gerufen, um einmal mehr darauf hinzuweisen, dass Goethe in literarischen Angelegenheiten ein zum Niederknien begnadeter Vielverwerter von Anregungen und Vorbildern und Inspirationen war. Während er nämlich die edle Lila auf der Bühne kurierte, arbeitete er gleichzeitig an seinen Dramen Iphigenie auf Tauris, am Egmont, an den Stücken Geschwister, an Empfindsamkeit, an Clavigo. Letzteres brauchte er nur eine knappe Woche und zog dabei kurz den Hut vor dem Witz seines französischen Kollegen Beaumarchais, der ein ähnliches Stück geschrieben hatte. Und dann, was habe ich jetzt vergessen? Ja, Verzeihung, er arbeitete natürlich noch an Stella, jenem höchst komplexen Beziehungsdrama, das in der ursprünglichen Fassung als eine Ménage à quatre konzipiert war, ein Herr und drei Damen. Eine nach den Moralvorstellungen der Zeit äußerst ungustiöse Kombination, die in der späteren Version dann auch entschärft wurde. Ja, also der hochproduktive, immer noch sehr, sehr junge Goethe arbeitete aber auch und gleichzeitig, und damit sind wir wieder bei unserem Hauptthema, am Faust. An jenen, wie es schon nach der ersten Veröffentlichung hieß, Wunderwerk deutscher Geisteskraft über einen Gelehrten, der einen Pakt mit dem Teufel, mit Mephisto schließt. Faust geht dieses Bündnis ein, einmal um mit der Hilfe des Teufels Wahrheiten zu erfahren, die ihm die scholastische Wissenschaft nicht vermitteln kann. Zum Zweiten um die haut- und herznahe Erfahrung des Glücks zu machen. Einfacher gesagt, das Glück der Liebe. Dem Stück ist ein Vorspiel vorausgeschickt, in dem ein Theaterdirektor, ein Dichter und, wie sie genannt wird, eine lustige Person, sich darüber unterhalten, wie denn ein gelungener Theaterabend zu definieren wäre. Geht es im Theater um Kunst? Geht es ums Ökonomische? Geht es um die Unterhaltung? Das ist witzig genug ausgedacht, zeugt aber auch wieder einmal von Goethes Geschick des Absorbierens und Veredelns. Denn die Anregung zu dieser meisterlichen Einführung kam von einem indischen Theaterstück, das Goethe ein paar Jahre zuvor kennengelernt hatte und für seine Stücke umsetzte. Und die nächste Szene im Faust, der Prolog im Himmel,
zitiert das zweite Kapitel aus dem Buch Hiob. Dort geht Gott mit dem Satan eine Wette ein. Hier heißt der Satan Mephisto. Und gewettet wird nicht auf das Verhalten des armen Hiob, sondern auf jenes des Dr. Heinrich Faust, den Gott als seinen Knecht bezeichnet. In dieser Tragödie, wir haben es oben angedeutet, liegen mindestens zwei Stücke. Einmal das Drama über den an seiner Wissenschaft verzweifelnden Faust. Zum anderen die traurige Geschichte des Gretchen, der jungen Frau, die Faust schwängert, deren Bruder er umbringt, die schließlich gehängt werden soll, weil sie ihr Kind ertränkte. Es gibt aber auch Szenen, über die selbst die Faustforschung gar nicht so recht sagen kann, warum sie für den Fortgang der Handlung nötig sind. Andererseits sind sie herrliches Theater. Denken Sie etwa an die Walpurgisnacht, jene Szene, in deren Verlauf Mephisto seinen Schützling Faust mit auf den Brocken nimmt. Dorthin, wo die Hexen ihr wildes Fest feiern. Hier geht es, gelinde gesagt, sehr prall zu. Regisseure und Bühnenbildner ergreift bei diesen Vorgaben daher gern eine Art kreative Panik. Theater pur, wie auch die nachfolgende Sequenz, in der die goldene Hochzeit von Oberon und Titania, den Herrschern über das Reich der Elfen, in einem Theaterstück zelebriert wird. Das ist herrliches Theater im Theater. Und das zeigt Goethe als den wahren Zaubermeister, der sich hier sogar noch Mephisto als überlegen erweist und sich erlauben kann, auch die Gesetze von Raum und Zeit auf der Bühne außer Kraft zu setzen. Dazu eine kurze Randbemerkung. Im damals für viele Autoren noch maßgeblichen französischen Theater galt die strenge Regel, ein Drama habe sich an drei Grundprinzipien zu halten. Einheit des Raums, Einheit der Handlung und Einheit der Zeit. Die Einbildungskraft der Zuschauer dürfe nicht überfordert werden. Außerdem brächen die Stücke sonst auseinander. Goethe fand diese Regeln lächerlich, nannte sie das dümmste Gesetz der drei Einheiten und trat gerade mit dem Faust den Gegenbeweis an. Für alle Schauspielerinnen und Schauspieler ist der Faust eine große Herausforderung. Für Regisseure natürlich genauso. Das Stück galt lange Zeit als unspielbar. Schon die Bühnentechnik war völlig überfordert. Und so wurde der Text gern auf jene Passagen zusammengestrichen, die von Gretchens Leid erzählen. Goethe selbst hat übrigens nie eine öffentliche Aufführung des Stückes gesehen. 1829, also zu seinem 80. Geburtstag, wurde das Drama aufgeführt. Das Gretchen gab die erste Frau des damals noch sehr unbekannten Komponisten Richard Wagner. Doch der Dichterfürst nahm an der Vorstellung nicht teil. Er war gekränkt, weil er nicht offiziell in die Produktion dieses Stückes eingeweiht worden war. Aber die Herausforderung für die Schauspieler, von der ich gerade sprach, berührt das nicht im Geringsten. Sie liegt naturgemäß gar nicht in der Verzwicktheit der Sätze oder der Knittelverse. Sie ergibt sich allein auch schon daraus, dass man auf der Bühne einen Satz sagen muss, den alle Zuschauer seit ihrer Schulzeit behalten haben, etwa. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Oder zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Oder die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Versuchen Sie einmal, meine Damen und Herren, diese Sätze so auszusprechen, als entstünden sie gerade zum ersten Mal, als müssten Sie damit ein Ereignis ankündigen, einen neuen Blick auf die Welt. Klar, der Darsteller des Hamlet hat es auch nicht leichter. Und letztendlich liegt doch ein gewisser Trost in dem Gedanken, dass Weltliteratur durch ständige Wiederholung nicht unbedingt verliert. Thank you.